Created by Germany ist ein Szenario, welches wir entwickelt haben, aus zwei Parametern heraus. Wir haben uns überlegt, im Jahre 2035, wie sollte Deutschland idealerweise dastehen? Und zwar gemessen an den Parametern, wie ist unsere demokratische Ordnung? Haben wir einen geordneten Dialog oder haben wir einen ungeordneten Dialog? Und an den Parameter, wie ist das Wirtschaftswachstum getrieben? Ist es selbstgetrieben oder ist es fremdgetrieben? Und das Szenario Created by Germany meint ein Szenario, wo wir einen geordneten Dialog haben und wo wir ein selbstgetriebenes Wachstum haben. Davon ausgehend haben wir verschiedene Politikfelder identifiziert und dafür Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Und diese monitoren wir regelmäßig, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch für unsere Regionalkreise. Es geht darum, wie Deutschland im Driver's Seat bleiben kann oder da reinkommen kann bei verschiedensten Themen. Und das ist eine große Frage jetzt für den Standort Deutschland bis 2035. Wie kann Deutschland die gute Position, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, aufrechterhalten und vielleicht sogar mit einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit noch unterlegen? Ich habe Ihnen hier vier Trends mitgebracht, die aktuell dieses Vorhaben Deutschlands stark unter Beschuss nehmen. Auf der einen Seite, das sind die vier Ds, wie wir sie nennen, die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und die Deglobalisierung, wobei wir beim Thema Deglobalisierung auch gerne über die Globalisierung im Umbruch sprechen können, über neue Ansätze der Globalisierung, weil das, glaube ich, das ist, was wir in Zukunft benötigen. Fangen wir an mit der Digitalisierung. Das Bild ist wahrscheinlich Ihnen nicht neu, aber immer trotzdem noch wieder von größter Dramatik, will ich fast sagen, weil wir mittlerweile 2023 haben. Wenn wir uns also die digitale Infrastruktur in Deutschland angucken, haben wir da große, große Aufholpotenziale im europäischen Vergleich. Und das hat auch einen Treiber in dem Sinne, dass die Unternehmen in Deutschland noch nicht digital reif sind. Wir zeigen in der Studie fürs Bundeswirtschaftsministerium seit 3 Jahren, in der wir die Digitalisierung der deutschen Unternehmen messen, dass rund ein Viertel der Unternehmen in unserem Modell digital reif ist. 3/4 sind es nicht. Und das ist eine Herausforderung, die müssen wir endlich angehen. Nächster Punkt, Dekarbonisierung, die Strompreise. Ja, das kennen wir auch alle, aber das ist hier, finde ich, auch eine sehr instruktive Grafik. Wir sind ganz unten und das bedeutet, wir sind die teuersten. Das sind Haushaltsstrompreise, aber es geht hier darum, ein großer Bestandteil dieser Strompreise sind auch die Steuern. Wenn man an der Stromsteuer drehen würde, wäre das nicht nur für die Haushalte, sondern eben auch für die Unternehmen ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, gerade für die Grundstoffindustrie, die jetzt sehr, sehr stark unter Feuer steht, wenn wir an unsere High Chemical Values denken, beispielsweise an Stahl, an Aluminium. Deutschland ist einfach ein Hort von Grundstoffindustrien und die wiederum sind die leistungsfähigen Startpunkte für die Wertschöpfungskette, die danach folgend kommt, also Automotive beispielsweise. Was würdest du der Bundesregierung denn jetzt ins Stammbuch schreiben, wenn du sagst, Deutschland im Driving Seat, wenn Deutschland jetzt wirklich mal den Mut aufbringen könnte, wie können wir diesen Industriestandort und wie können wir diese Ankündigungspolitik zu Industriemaßnahmen in Realität umsetzen? Beschleunigung von Verfahren, Vereinfachung von Genehmigungsverfahren halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind ein nicht ganz unbürokratisches Land, so würde ich es mal nennen. Ich mache es mal praktisch. Ich habe als Abgeordneter im Europäischen Parlament, aber ich zeitgleich noch Bürgermeister meiner Heimatstadt, eine Richtlinie der Europäischen Union mit verabschiedet, da war ich ganz stolz drauf. Es war die Richtlinie der Europäischen Union zur Verbesserung der Gewässerqualität in den Fließgewässern ihrer Mitgliedstaaten. Tolle Richtlinie, hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Rhein wieder Fische hat. Also die Gewässerqualität in Fließgewässern in der EU-Mitgliedstaaten ist durch die Vorgaben wirklich verbessert worden in den letzten 30 Jahren. Die wurde veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, hatte 16 Seiten, also ein richtig langes Ding. Und als ich die als Bürgermeister, ich war ja damals noch als Bürgermeister im Amt, in mein Rathaus bekam, hatte die 90 Seiten. Da habe ich erst gedacht, weil ich da im Dreiländereck lebe, da ist die französischsprachige und die niederländischsprachige Version mit dabei. Nix. Ich glaube, wir brauchen bei den Genehmigungsverfahren und nicht nur bei der Infrastruktur,
sondern auch bei Forschungsförderung, bei Ausbildungsförderung, eine deutliche Optimierung der Genehmigungszeiten. Denn es ist nicht nur so, dass diese Bürokratie kontraproduktiv ist, sie entmutigt Leute auch auf Dauer. Denn wenn du siehst, dass der Kollege gescheitert ist, also hat er eh keinen Zweck, lass es sein, machen wir nicht. Deshalb glaube ich, Verkürzung der Verfahren. Wir erleben industriepolitisch bei der Energiepolitik, bei der Chemie, beim Stahl, bei der Automobilindustrie eine ideologische Aufladung der Debatte und das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Herr Dr. Kukies, welche Schwerpunkte sehen Sie denn da bei der nationalen Umsetzung? Vielleicht auch so ein bisschen auf dem Zeitstrahl. Was machen wir und was machen wir zuerst als Deutschland? Na gut, also wir haben ja im vergangenen Jahr einige Sachen erreicht. Also auf der einen Seite, wenn ich so sehe, wie vor einem Jahr, die Prognosen waren, wenn wir kein Gas, Öl und Kohle mehr aus Russland kriegen, was passiert dann? Da haben die Ökonominnen und Ökonomen nur debattiert, ob wir 3%, 5% oder 10% Rezession machen. Es ist wesentlich früher, als viele erwartet haben, dazu gekommen, dass entweder durch unsere eigenen Entscheidungen oder durch Entscheidungen des russischen Präsidenten wir auf null Gas, null Öl, null Kohle aus Russland sind im Moment. Und es ist bisher noch keine Rezession eingetreten. Gut, jetzt sagen einige, es wird eine leichte Rezession geben, eher technische Rezession. Das heißt, wir haben schon mal sozusagen das, was gemacht werden musste, nämlich durch eine massiv beschleunigte Ausbau der russlandunabhängigen Importinfrastruktur, insbesondere für Gas, aber natürlich auch für Öl und Kohle, dafür gesorgt, dass wir jetzt noch 1.3. Ich habe heute den Tagesreport gesehen, 70,3% unserer Speicher noch voll haben. Wer hätte das gedacht? Also das ist schon mal, glaube ich, auch zur Stabilisierung der Preise ein enormer Fortschritt, weil natürlich jeder die Preise hochgetrieben hat, weil befürchtet wurde, dass es diese physische Knappheit geben würde. Das heißt, der Ausbau der Infrastruktur, und da spreche ich auf der einen Seite natürlich von den LNG-Terminals, aber auf der anderen Seite auch von dem, was wir europäisch gemacht haben mit den Niederlanden, mit Belgien, mit Frankreich, mit Norwegen, um die Konnektivität in unheimlich beschleunigter Geschwindigkeit so auszubauen, dass wir aus all diesen Ländern, aus denen wir zwar eine bestehende Infrastruktur hatten, die aber sehr gering ausgeprägt war, Ausnahme Norwegen, ertüchtigt, beschleunigt, Geschwindigkeit erhöht, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Das hat unheimlich geholfen. Der zweite ganz große, wesentlich zukunftsgerichtetere Aspekt, der aber natürlich in der Gleichung mit berücksichtigt werden muss, sind die drei großen Gesetzeswerke des Jahres 2022, Wind auf See, Wind an Land, EEG, wo wir diese Parameter, wie schaffen wir es auf 80% Erneuerbare in 30, 100% Erneuerbare in 35 zu kommen, mit dem Offshore-Ausbau auf 30 Gigawatt, dem Onshore-Ausbau auf 110, PV auf 215, alles bis 2030, das sind schon Zahlen. Und jetzt sehen wir, die ersten Ausschreibungen laufen schon für vier große Offshore-Windprojekte, 3x2 Gigawatt, 1x1 Gigawatt in Ost- und Nordsee. Und wir kriegen enormes Interesse. Also ich kann gar keine Terminanfragen mehr annehmen, weil so viele mitmachen wollen. Also da haben wir schon jetzt auch ein Momentum kreiert, wo unheimlich viel Interesse an unserer Strategie besteht und auch geglaubt wird, dass das, was wir mit überragendem öffentlichen Interesse, nationalen Sicherheitsinteresse, Priorisierung für den Windausbau geschafft haben, auch tatsächlich dazu führen wird, dass die Beschleunigung im Koalitionsvertrag ist ja eine Halbierung der Planungs- und Genehmigungszeiten drin, möglicherweise sogar übererfüllt wird. Müssen wir alles noch schauen, aber das ist eigentlich so gar nicht hoch genug zu schätzen. Wie kommt denn dieses ganze Thema da an? Welche Rolle spielen denn im Prinzip Sparkassen oder andere mittelstandsfinanzierende Banken, wenn wir den Bogen ein bisschen breiter spannen, bei dem Thema für die Transformation dann
gerade in den Unternehmen, die nun nicht die Big Player im Energiesektor sind, die jetzt erstmal so ein bisschen logischerweise hier in Vorreiterrolle sind. Wie kommt das da an? Also aktuell ganz gemixt und vielleicht auch nochmal, Sie haben ja auch gesagt, wir sind jetzt beide Wirtschaftsprüfer. Das heißt, ich mag Zahlen, Daten, Fakten, um das vielleicht auch einfach mal einzuordnen, über welches Volumen wir auch sprechen, wenn wir sagen, wir sind in einer Transformation und wir wollen CO2 reduzieren, dann sind das schon 190 Milliarden Euro, die bis 2035 jedes Jahr zu leisten, jedes Jahr von den Banken zu finanzieren sind. Und jetzt hört sich das erstmal gut an. Wir sind aber tatsächlich aktuell in einer ganz enormen, ganz herausragenden Zeit. Wir haben Inflation, wir haben gerade gehört, vielleicht eine leichte Rezession, die gesehen wird. Wir haben das Thema der Fachkräftemängel, wir haben das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und die Frage ist, all die Themen, all die Bälle, die man da in der Luft hält, haben wir aktuell eine ganz andere Wahrnehmung, die auch der Mittelstand an uns hat, unsere Kunden, dass wir mehr und mehr auch in die Rolle eines Beraters, eines Begleiters der Transformation kommen, wo genau die Aspekte, die auch gerade skizziert wurden, auch gefragt werden, auch an uns herangetragen werden. Und wir können natürlich mit Krediten, mit Konsortialkrediten, mit Förderprogrammen helfen, aber wir kommen mehr und mehr tatsächlich auch in die Rolle des Beraters und Begleiters. Was kann das jeweilige Unternehmen machen? Wie kann es auch weiterhin in Deutschland verankert sein? Wie können wir helfen? Was genau ist dort zu tun? Und wir haben da jetzt auch viele wirklich ganz tolle Initiativen gezündet, die so ein bisschen auch in Anlehnung sind an das, was wir gerade gehört haben, dass wir sagen, wir haben wirklich auch ein Projekt Transformationsfinanzierung, wir haben ein ESG-Score entwickelt, der wie so ein Röntgenbild auf den Mittelstand wirkt, wo man sagen kann, wo steht das Unternehmen heute, wo sollte es in 2030, 2035 stehen und was ist bis dahin noch zu tun? Und da haben wir ganz viele überschneidende Aspekte und kommen da mehr und mehr in eine sehr aktive, sehr begleitende Rolle hinein. Es ist aber auch sehr herausfordernd, weil es ist nicht so, dass die 190 Milliarden Euro, von denen ich gerade auch gesprochen habe, so einfach zu finanzieren sind. Wir haben dahinter auch eine ganze Kette an Regulatorik, die auch mitschwingt. Wir haben dazu auch endliche Bilanzen. Das heißt, wir haben gar nicht unbedingt das Kreditvergabepotenzial, was bis 2030, 35 zu bewerkstelligen ist. Und das sind sicherlich auch alles Aspekte und Herausforderungen, die aktuell sehr aktiv diskutiert werden und uns da auch ganz, ganz engmaschig begleiten. Ich glaube, das große Stichwort ist auch eben Struktur- und Standortpolitik. Die ist ganz, ganz essentiell. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von wirklich tollen Beispielen, wo man sagt, da ist etwas selbstverständlich, ganz einfach, was man aber unbedingt machen muss, damit eben das zum Tragen kommt. Ich meine, Sie haben ja auch das Thema der Ladesäulenverordnung, dass wir hier die Netze ausbauen, dass wir kartenunabhängig entsprechend agieren können. Das sind teilweise ganz einfache Maßnahmen, die aber ganz hervorragende Wirkung an der Stelle haben. Und davon brauchen wir einfach deutlich, deutlich mehr. Und das Thema der Deindustrialisierung, das hören wir sehr, sehr oft, gerade auch bezogen auf den Mittelstand. Denn ich sage mal, das, was die Regulierung macht, es uns im Moment sehr, sehr schwer. Sie muss deutlich einfacher werden, weniger komplex und wir brauchen viel schnellere auch Genehmigungsverfahren, denn wir haben ganz tolle Mittelständler hier, wir haben auch Start-ups, wo man sagt, ja, da steckt Potenzial drin, das ist zu finanzieren und da können wir auch wirklich was bewegen im Rahmen der Transformation. Es ist ja wichtig, dass wir jetzt Deutschland auch bewegen und den Mittelstand von braun nach grün. Das ist das, worauf wir schauen. Wir schauen im Moment aber aktuell nur auf, was schon grün ist und das wird auch entsprechend gemessen. Der Weg dahin ist aber das, was entscheidend ist und das, was wichtig ist und was wir auch gerne unterstützen, begleiten wollen. Aber wie gesagt, die Regulierung macht es uns fast unmöglich. Als Ziel, das wissen Sie alle, haben wir gesetzlich festgehalten, dass bis 2030 der Anteil der erneuerbaren Energien mindestens 80% am Bruttostromverbrauch in Deutschland betragen soll. Das ist fast eine Verdoppelung des Anteils innerhalb von einem Jahrzehnt. Das ist wirklich massiv. Das Herzstück dieser Novelle ist aber, der Ausbau der Erneuerbaren ist fortan
im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das schafft Rechtsklarheit und gibt den Genehmigungsbehörden klare Vorgaben, wie im Falle von Interessenkonflikten vorgegangen werden soll. Damit rücken wir das Gemeinwohl wieder ins Zentrum des Interesses und schieben ein Stück weit diesen libertären Autoritarismus etwas raus. Ja, was gibt es daraus zu tun? Auf Deutschland gesehen müssen wir schauen, dass wir die Flächenziele nun auch endlich praktisch umsetzen. Das wird eine große Challenge werden, eine große Herausforderung für viele Länder. Ich persönlich komme aus Schleswig-Holstein. Da sind wir schon relativ gut davor, aber selbst dort ist es mitunter schwierig, das alles miteinander zu vereinen. Trotzdem müssen wir dahin kommen, dass diese Flächenziele umgesetzt werden, dass ausgewiesen wird, und zwar mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Kommunen zusammen. Wir müssen den Ausbau der Netzinfrastruktur und das Neudesign des Strommarktes endlich neu aufbauen, um Fehlanreize zu beseitigen. Wir haben noch immer Fehlanreize, was die Netzentgelte betrifft, sodass zum Beispiel Netzkapazitäten nicht ans Netz gehen können, weil sie extra Geld dafür bezahlen müssen, weil sie doppelte Netzentgelte bezahlen. Ich habe gerade schon gesagt, ich komme aus Schleswig-Holstein, wir zahlen an Netzentgelten beim Strom 9 Cent, Bayern nur 3, weil wir die ganze Ausbaulast der erneuerbaren Energien tragen über die Netzentgelte, aber den Strom nicht wegbekommen, dann kriegen wir auch noch im Endeffekt die Redispatch-Kosten obendrauf. Das heißt, es wird noch mal teurer. Und das ist ein Zustand, der dauerhaft nicht tragbar ist. Deswegen muss das Strommarktdesign entsprechend angepasst werden. Wir brauchen weiterhin Beschleunigung von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, zum Beispiel durch digitale Bauakten, zentralisierte Datenbanken, Ausweitung der Personaldecke in Behörden. Das ist alles schon im Flow. Jörg Kukies hat es eben schon angerissen, dass da schon ganz viel passiert und dass da schon die ersten Schritte getan sind. Bei den Verfahrensfristen beantragen wir im Entschließungsantrag zum Raumordnungsgesetz, dass die Bundesregierung eine Taskforce extra einrichtet, um gezielt nach rechtssicheren Beschleunigungspotenzialen zu suchen. Beim Stromnetzausbau, bei den Planungsverfahren, bei den Genehmigungszeiten. Und das Ziel ist, dass wir auf 6 Monate kommen, und zwar maximal. Und das ist für Deutschland herausfordernd, nennen wir es mal so. Aber wir müssen dorthin kommen, anderweitig kriegen wir wirklich Probleme. Was müssen wir weitermachen? Fachkräftesicherung, wir müssen die Lieferketten resilient halten, wir müssen die Finanzierungen sicherstellen und unterstützen, da gibt es viele Elemente, die wir anreißen können, und wir müssen auf die europäische Antwort einzahlen, wie auf den IRA geantwortet wird, da gibt es momentan schon die ersten Richtungen. Wir müssen einheitliche Artenschutzlisten zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren erstellen, das müssen wir auf europäischer Ebene tun, genauso wie wir gemeinsame europäische Planung als Grundvoraussetzung sehen, um die Potenziale in der Nordsee umfänglich zu unterstützen. Auch Jörg Kukies hatte das gerade schon gesagt, dass wir es endlich schaffen, nicht nur das Stromnetz zu vermeschen, sondern auch das Wasserstoffnetz, was da auf See gerade passiert. Wir brauchen integrierte Planung und die Intensivierung von grenzüberschreitenden Planung von Erzeugungs- und Transportinfrastrukturen. Und damit möchte ich gerne auch schließen, das Kernelement, um sicherzustellen, dass wir alle vorankommen, ist, dass die Energie leistbar bleibt und leistbar wird hier in Deutschland für die Firmen, für das Gewerbe und für die Industrie. Und dafür brauchen wir Wertschöpfung in Deutschland und Europa. Wir brauchen sie regional und wir brauchen sie stark und wir brauchen sie sozialdemokratisch. Wir haben gerade eben auch gehört, Bedarf ist für ein neues Marktdesign, weil sich in der Tat die Energiepreise, so wie sie in der aktuellen Art und Weise sich formieren, Merit Order, Stichwort, eben doch als für uns jedenfalls in unserem Energiemix als sehr teuer erweisen und eigentlich jetzt auch der Zubau von Erneuerbaren da nicht so wahnsinnig dran viel ändern würde. Jetzt einmal eine ganz konkrete Frage, die Erfahrung aus der Praxis aus den letzten Monaten. Wie hat sich die Energiepreisbremse bei Ihnen denn ausgewirkt, auf die Kunden ausgewirkt? Sind ja auch einige industrielle Verbraucher durchaus in der Region. Können Sie uns ein bisschen Einblick da geben? Zu dem Energiepreisbremse. Wir haben gleich vorweg bei der Enercity es geschafft, bei unseren Tarifen, bei den Grundversorgungstarifen, sowohl bei den privaten Kunden, aber auch zum großen Teil auch bei der Industrie, mit Preisen durchzukommen, ohne dass diese Bremsen eingegriffen haben. Das heißt, wir sind für unsere Kundinnen und Kunden die ganze Zeit über die ganze Krise hinweg unterhalb dieser Grenze geblieben, haben nicht erhöht und sind trotzdem sehr, sehr stark beschäftigt mit dem. Ich bin auf der einen Seite, sage ich jetzt, sehr dankbar, dass die Bundesregierung diesen Schritt gesetzt hat, weil ohne diesen Schritt wären viele, viele Kunden richtig in große Schwierigkeiten gekommen. Ich war
selber in der Gaspreiskommission, die sich mit der Entstehung dieser Gaspreisbremse intensiv befasst hat. Und wir hatten insbesondere durch neue Marktteilnehmer, die kurzfristig auf den Markt gekommen waren und sozusagen versucht haben, schnell Geld zu machen, da haben wir gemerkt, dass die nacheinander alle verschwinden vom Markt und wir waren extrem stark gefordert, diese Kunden zu übernehmen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, trotzdem die Preise nicht zu erhöhen, nicht über die Grenze zu kommen. Und ich muss in Holz klopfen. Bisher ist das gut gelungen und wir hoffen, dass uns das weiter gelingen wird. Aber wir haben auch eine enorme Dynamik bei den Industriekunden gemerkt. Also es hat sich eine sehr große Vielfalt an Unternehmen entwickelt, die eigentlich die Flucht nach vorne ergriffen haben und haben geschaut, welche Alternativen habe ich? Wie kann ich meine Produktion absichern und was für Alternativen gibt es da? Wir haben mit enorm vielen Kunden Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Da muss ich auch sagen, wir waren in der Lage, auch Produkte zu bieten, wo wir den Kunden die Investition abgenommen haben, wo wir den Kunden zum Beispiel helfen, Energie zu sparen und dann uns refinanzieren durch die Energieersparnisse oder auch mit Kunden gemeinsam Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien umzusetzen. Und Unternehmen, die das mit uns gemeinsam, die Flucht nach vorne ergriffen haben, da würde ich sagen, ja, fast einem Jahr, die sind nach wie vor am besten dran. Es war ein bisschen ein anderes Handeln als vorher, als wir es gewohnt haben. Wir haben sehr schnell unsere Richtlinie geändert, weil genau darauf kommt es an, dass man in Situationen, wenn sich die Rahmenbedingungen am Markt ändern, dass man die Dinge verändert und nicht daran festhält, was immer gut war. Und dazu ist es, das ist kulturell extrem schwierig. Also wir haben auch im Unternehmen selber damit zu kämpfen gehabt, so schnell mal alles in Frage stellen, was bis gestern super toll war, mit Blick auf den Markt, dass es morgen nicht mehr reichen wird. Und da gilt es eben, diese Resilienz zu entwickeln, diese Flexibilität zu entwickeln und die Geschwindigkeit zu entwickeln, die solche Situationen einfordern. Das würde ich sagen, war der Schlüssel, warum wir es geschafft haben. Aber vielleicht ein Punkt noch. Das Interessante in unserer Gesellschaft ist, die ganz hohe Preise über der Bremse waren und so weiter, die waren ständig in den Medien. Wir waren noch kein einziges Mal in den Medien, nicht? Und wir haben in unserer Gesellschaft schon so einen Fokus auf, was läuft nicht gut. Dinge, die gut laufen, Dinge, die eigentlich als Beispielwirkung dienen könnten, die kommen immer zu kurz. Und ich glaube, das ist so ein Teil des Problems, das wir haben, dass wir zu sehr problemorientiert sind und auf das Negative fokussiert sind. Braucht es dann überhaupt eine Veränderung des Marktdesigns? Es gibt ja einen Steuerungskreis, in dem du auch derzeit aktiv bist, der ein neues Marktdesign erarbeiten soll. Parallel läuft auf europäischer Ebene ja auch lief bis vor kurzem ein Konsultationsverfahren. Wie denn wie das Marktdesign verändert werden könnte. Also es klingt ja so, wenn man quasi richtig plant und langfristig und vernünftig, da kommt man mit dem aktuellen Design ganz gut hin. Ja gut, ein Design ist nie ein Selbstzweck, sondern es kommt ja darauf an, was wir unter dem Transformationsprozess verstehen. Und es ist auch klar, dass mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien auch das Versorgungssystem, das Leitungssystem, das ganze Vorhaltesystem und die Verbrauchsseite natürlich auch mit einbetrachtet, auf die Eigenschaften der erneuerbaren Energien zugeschnitten sein muss. Und das ist ja bisher nicht der Fall. Ja, wir kommen aus einer anderen Welt, in der es über Kraftwerkstrukturen die quasi permanente Verfügbarkeit immer gab. In der Zurverfügungmachung war es eben eine sehr kontinuierliche Gestaltung und das ist eben mit erneuerbaren Energien komplett anders. Und man kann mit einem sehr gut ausgestatteten, auf Sicherheit gestrickten System, kann man auch ein Stück mehr Energie im System vertragen. Davon haben wir bisher profitiert, aber irgendwann ist natürlich eine Grenze erreicht. Irgendwann muss man Farbe bekennen und sagen, okay, wir wollen ja umsteigen. Wir wollen nicht einfach nur zusätzlich, wir wollen umsteigen. Und da wird es dann eben immer erforderlicher. Das ist aber auch kein Hebel, den man jetzt mal in der Stunde Null umlegt, sondern da wird die ganze Zeit schon ein Stück weit umgelegt. Aber irgendwann muss man eben sehen, da wird das dann so relevant und auch unter ökonomischen Aspekten und Sicherheitsaspekten einfach erforderlich, dass man auch mal
manche größere Schritte geht. Aber wir sind jetzt eben an so einer Schwelle, wenn wir meinen, den Schritt zu groß machen zu müssen, um eben zu viel auf einmal zu regeln, dann könnte es uns auch überfordern und letztendlich zu einer Stagnation führen. Also dass wir einfach zu lange an einem optimalen Design arbeiten und in der Zeit hat sich schon wieder so viel verändert, dass wir letztendlich uns gelähmt haben. Ich merke, dass der politische Diskurs, ja, ich bestätige es, es ist sehr häufig immer nur auf die negativen Sachen konzentriert. Und was ich auch bemerke, ist, dass man als politischer Akteur häufig immer gefragt wird, wo werden wir dann sein? Wo werden wir 2030 sein? Wo werden wir 2025 sein? Das ist nicht die Aufgabe von Politik, Prognosen zu machen. Es ist die Aufgabe von Politik und letztendlich damit von der gesamten Gesellschaft mit all den Funktionen, politischen Funktionen, die wir haben und die dann im Parlament auch zusammenkommen und auf Länderebene ja auch, dass wir das wirklich gestalten und dass wir das jetzt wirklich angehen und nicht immer nur in Zielen denken, weil die Ziele für sich genommen können uns hinterher auch nackt dastehen lassen. Wir müssen stärker in eine engere Taktung in diesen unmittelbaren Umsetzungsschritten kommen. Ich möchte Frau Dr. Scheer unterstützen. Eigentlich muss die Zielrichtung politisch definiert werden und es muss eigentlich müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und die Zielrichtung, die wir brauchen, auch meiner Sicht, ist, dass wir ein Umfeld bekommen, wir als Industrie, als ein Umfeld bekommen, in dem es sich lohnt zu investieren.